Mein Name ist Anne-Kathrin Rosberg und ich bin seit Ende 2018 Leiterin der Sammlung Metall- und Wiener Werkstätte-Archiv hier im MAK, Museum für Angewandte Kunst in Wien, und habe vorher im Haus auch schon in der Möbelsammlung gearbeitet und auch in der Bibliothek- und Kunstblättersammlung, habe also verschiedene Themen schon mit bearbeitet. Das Archiv der Wiener Werkstätte ist ja 1955 als Schenkung ans Haus gekommen und von dem Zeitpunkt an wurde es auch bearbeitet, vor allen Dingen dann in den 60er Jahren, als das Interesse an der Wiener Werkstätte am Jugendstil wieder erwachte. Und seither wird dieses Archiv bearbeitet. Es besteht ja aus 20.000 Entwurfszeichnungen, aus etwa der gleichen Menge an Stoffmustern, dokumentarisches Material, also Fotobände, Modellbücher, die Korrespondenz der letzten 10 Jahre. Es ist sehr umfassend und es ist nicht nur meine Sammlung, die das betreut natürlich. Die Entwurfszeichnungen liegen in der Bibliothek, die Stoffmuster sind in der Textilsammlung aufbewahrt. Das ganze Haus beschäftigt sich eigentlich mit der Wiener Werkstätte immer wieder. Und inzwischen sind auch die Daten alle online abrufbar, also, oder zum großen Teil online abrufbar. Also soweit ist das Archiv sehr gut aufgearbeitet. Der Fokus lag bisher eigentlich auf den Künstlern der Wiener Werkstätte. Also Sie wissen, Josef Hoffmann und Kuhlemann Moser haben die WW gegründet. Dagobert Peche, der etwas später dazugekommen ist, war auch noch wichtig dann im Zuge der Aufarbeitung oder im Zuge auch der Präsentation durch Ausstellungen. Da war der Fokus eben auf die Künstler und wir wollten nun endlich auch mal den Künstlerinnen den entsprechenden Wert beimessen und Licht auf ihre Werke werfen sozusagen. Ja. Die Idee zur Ausstellung Frauen der Wiener Werkstätte hat eigentlich meine Vorgängerin Elisabeth Schmuttermeier geboren, gemeinsam mit ihren Kolleginnen auch oft diskutiert. Es ist dann aber erst jetzt zustande gekommen und ich bin froh darüber, weil ich dadurch involviert war. Es ist ja auch immer so eine Zeit dafür notwendig und ich glaube, dass die Bereitschaft, sich das anzuschauen, jetzt auch besonders groß ist. Es ist ja auch ein Thema der Zeit. Wir hatten viele Frauenausstellungen jetzt ja auch schon in Deutschland. Es ging um die Frauen in Hellerau, es ging um die Frauen am Bauhaus. Das ist einfach ein Thema, das jetzt in der Luft liegt und vor allen Dingen aber auch gut angenommen wird, glaube ich. Es ist natürlich nicht so, dass es jetzt erst bearbeitet wird. Schon seit Jahrzehnten beschäftigen sich die Kunstwissenschaftlerinnen mit diesem Thema, aber es hat nicht die breite Masse interessiert und erreicht. Also das, glaube ich, ist jetzt erst der Fall. Wir haben begonnen, die Ausstellung zu konzipieren, eigentlich mit meinem Eintritt als Leiterin der Sammlung. Anfang 2019 haben wir begonnen, den Katalog zu konzipieren, die Autorinnen einzuladen, haben die Arbeit an den Biografien begonnen und hatten eigentlich nicht viel Zeit, weil die Ausstellung sollte ja schon im Mai 2020 eröffnet werden. Und das verschob sich dann um ein Jahr, also haben wir heuer erst eröffnet. Es ist aber der Ausstellung auch zugute gekommen, dass wir mehr Zeit hatten, natürlich, weil wir haben ja sehr viele Künstlerinnen gefunden, haben sehr viele Objekte aus dem eigenen Archiv gefunden. Und das alles aufzuarbeiten, braucht natürlich sehr viel Zeit. Also wir waren glücklich eigentlich um diese Verschiebung. Thank you.
Wir haben die Ausstellung Frauen der Wiener Werkstätte eigentlich weitgehend chronologisch aufgebaut. Das bedeutet, es ist die Zeit vor dem Krieg, während des Krieges und nach dem Krieg thematisiert. Also natürlich geht es um diese knapp 30 Jahre bestehende Wiener Werkstätte. 1903 gegründet, waren eigentlich von Anfang an hier auch Frauen beteiligt. Therese Tretan, Elena Lukschmakowski und auch Fanny Halfinger-Zakutzka haben Spielzeug gemacht, haben auch im Bereich der Möbel mitgearbeitet, bei Dekorelementen und so weiter. Also da waren schon von Anbeginn eigentlich Künstlerinnen beteiligt. Das erweiterte sich dann ab 1907, als die Wiener Werkstätte ihre Postkartenserien herausgegeben hat. Da kamen dann mehrere Künstlerinnen dazu, Mela Köhler zum Beispiel, Maria Pranke, Maria Lickertz auch schon sehr früh, und haben hier bei den Postkartenserien wunderbare Modemotive eigentlich geschaffen, die sie eingebunden haben in Weihnachtspostkarten, Ostern, Frühlingsgrüße und so weiter. Das ist auch ein Thema, was wir gleich am Anfang aufarbeiten hier und gehen dann weiter in die Kriegszeit eigentlich hinein. Hier ist es so, dass inmitten des Ersten Weltkrieges eigentlich sehr viel passiert, was man nicht erwarten würde in der Zeit. Es wird die Modeabteilung gegründet, es wird die Stoffabteilung gegründet, es werden Läden eröffnet. Also es gibt dieses Geschäft in der Kärntnerstraße 32, wo es die Stoffe und Spitzen und Beleuchtungskörper zu kaufen gibt. Und diese Filiale wird gestaltet von den Künstlerinnen der WW, die jetzt massiv eintreten, weil natürlich auch die Männer fehlen. Ja? Die sind eingerückt und nun kommen die Frauen zum Zug sozusagen. Adolf Loos hatte sich schon relativ kurz nach dem Ersten Weltkrieg kritisch gegenüber der Wiener Werkstätte geäußert. Er hatte ja sowieso gefunden, dass Kunst und Handwerk nicht zusammenzubringen ist. Also die Künstler machen die Kunst und die Handwerker machen das Handwerk und setzen das im Interieur um. Er hat dann auch immer von den höheren Töchtern oder Hofratstöchtern gesprochen, die also meinen, Künstlerin zu sein, nur weil sie batiken können. Da ging schon die Kritik gegen die Kunstgewerblerinnen los. Und das steigerte sich dann. 1925 war diese berühmte Art Deco-Ausstellung in Paris, wo auch die Wiener Werkstätte großartig repräsentiert war. Und da entzündete sich nochmal die Kritik von Loos und Hoffmann gegen die Wiener Werkstätte und speziell eben auch Josef Hoffmann, die dann einen wochenlangen Streit über die Presse austrugen. Das bezog sich dann auch auf die Frauen, aber an und für sich waren das ja nur punktuelle Stimmen, die jetzt in der Rezeption natürlich auch so ein Gewicht bekommen haben, weil sie von Loos waren und weil sie von Julius Klinger waren oder auch von Oswald Hertel, der von der unerhörten Puppelwirtschaft gesprochen hat. Ja. Das sind jetzt natürlich berühmte oder bekannte Architekten und Künstler gewesen, die in der Rezeption eben ein Gewicht bekommen haben. Es gab aber die ganze Bandbreite von Kritik gegenüber den Künstlerinnen, das heißt die Polemik natürlich, genauso wie die Begeisterung und dazwischen die sachliche Kritik, genauso. Nur wurde das nicht so aufgenommen, weil sie halt nicht von berühmten Stimmen geäußert wurden. Aber wir haben ja viel recherchiert in der zeitgenössischen Literatur und waren ganz erstaunt, wie oft die Künstlerinnen in der Tagespresse, in der Fachpresse erwähnt worden sind, rezipiert worden sind und eben in der ganzen Bandbreite von bis. Ja. Aber eigentlich doch auch recht positiv, muss man sagen. Also sie waren ja vielfach vertreten eben in Ausstellungen der Wiener Werkstätte, aber auch des Österreichischen Werkbunds oder dann dieser Frauenorganisation Wiener Frauenkunst. Und durch die Ausstellungstätigkeit waren sie eben da sehr, sehr präsent in
der Begutachtung sozusagen ihre Arbeiten. Wir haben für den Katalog ja nicht von Null angefangen. Es gab eben, wie ich schon ausgeführt hatte, bereits wissenschaftliche Analysen zu bestimmten Themen. Und es gab vor allen Dingen eine Diplomarbeit von Elisabeth Michic, die im Katalog unter ihrem heutigen Namen Kreuzhuber den Artikel über die Ausbildung der Künstlerin in einer Kunstgewerbeschule geschrieben hat. Also es gab sozusagen diese Diplomarbeit dann mal als Basis für die Arbeit am Katalog. Und dann haben wir verschiedene Autorinnen gebeten, zu bestimmten Themen halt besonders den Fokus auf die Künstlerinnen zu setzen. Elisabeth Schmuttemeier, die meine Vorgängerin ist und sich jahrzehntelang mit dem IW-Archiv beschäftigt hat, und im Speziellen mit den Postkarten, hat dann den Artikel über die Postkarten übernommen. Sie war aber auch speziell interessiert an einer Vorläuferorganisation der Wiener Werkstätte mit dem Titel Wiener Kunst im Hause. Damit hat sie sich dann auseinandergesetzt. Ihre Kollegin und auch langjährige Kustodin der Textilsammlung Angela Völker hat natürlich über die Stoffe der Künstlerinnen geschrieben, ein großes Thema. Und hat aber gleichzeitig auch sich interessiert für das Thema Vergleich Wiener Werkstätte Bauhaus. Das hat sie übernommen. Ihre Nachfolgerin Lara Steinhäuser, die jetzige Leiterin der Textilsammlung, hat dann den Artikel über die Mode verfasst, wo es sehr wenig dokumentarisches Material gibt, aber sie hat da einiges Neues trotzdem noch finden können. Und dann hatten wir die Megan Brandon Faller gefunden sozusagen, deren Artikel online verfügbar sind. Die hat sich speziell mit dem Spielzeug und mit der Keramik der Wiener Werkstätte auseinandergesetzt, auch schon mit dem Fokus auf die Frauen. Und die haben wir dann gebeten, für uns diese beiden Artikel zu schreiben. Und das war nochmal so ein neuer Blick. Also die amerikanischen Wissenschaftlerinnen haben da auch andere Zugänge. Und das macht das Ganze auch nochmal erfrischend anders sozusagen. Das Besondere an dem Katalog ist natürlich auch seine Gestaltung. Da sind wir sehr froh gewesen, das Team 3007 dafür zu gewinnen, Eva Dranatz und Jochen Fill. Eva hat sich ausgedacht, dass man einfach diese Stoffmuster zur Geltung bringen muss und hat so eine Art Collage gemacht und daraus die Kapitelseitentrennungen sozusagen erstellt. Die Vorsätze und die Nachsätze sind aus diesen Collagen gebildet. Das ist eine großartige Idee, um eben diese Fülle an Mustern und Farbstellungen einigermaßen zu vermitteln. Sie hat auch das Cover gestaltet, das ja ein Gesicht darstellen soll. Die Absicht war da, ja, wir möchten einfach diesen WW-Frauen ein Gesicht geben. Ja? Und da wir nicht von allen ein Foto haben, um das auf das Cover zu projizieren und irgendjemanden dadurch auszulassen, haben wir sozusagen ein Symbolgesicht dann geschaffen. Also
aus verschiedenen Teilen von Gegenständen, die von den Frauen kreiert wurden und eben auch besonders hier die Stoffmuster wieder. Natürlich, der Katalog, den kann man quasi als eine Art Standardwerk auch bezeichnen, gerade wegen der Biografien, weil hier einfach viel aufgearbeitet wurde, viel Neues hinzugekommen ist an Informationen und ja, der Handel freut sich schon, ja, also über diese Vorarbeit, die da geleistet wurde.